Die Lage an der Grenze von Belarus nach Polen spitzt sich weiter zu. Zwei größere Flüchtlingsgruppen haben in der Nacht offenbar die Grenze durchbrochen. Laut polnischem Grenzschutz sind einige Migranten nach Belarus zurückgebracht worden. Bundesaußenminister Maas drohte dem weißrussischen Diktator Lukaschenko unterdessen mit noch schärferen Sanktionen. Die Europäische Union werde sich nicht erpressen lassen. Für diesen Bus einer deutschen Flüchtlingsinitiative ist kurz vor der Grenze bei Kusnica Schluss. Gestoppt von den polnischen Behörden. Eigentlich wollten die Aktivisten auf dem Rückweg Migranten nach Deutschland mitnehmen. Doch das hat das Innenministerium in Berlin untersagt. Unterkühlung ist ein Riesenproblem hier. Wir müssen jetzt handeln. Wir können diese Situation nicht weiter akzeptieren. Und deswegen brauchen wir jetzt einen humanitären Korridor. Ein Grenzer schießt über die Köpfe der Migranten hinweg in die Luft, unklar, ob es ein polnischer oder ein weißrussischer Sicherheitsmann ist. Gewaltsam durchbrochen haben in der Nacht mehr als 50 Menschen die Grenzzäune. Die Migranten hätten Befestigungen zerstört und die Grenze passiert. Einige seien aufgegriffen worden, andere auf freiem Fuß, so die Polizei. Polen versucht mit tausenden Soldaten und Polizisten die Grenzanlage aus Stacheldraht zu sichern. Im weißrussischen Staatsfernsehen Verbalattacken. Belarus-Machthaber wirft der EU vor, die Konfrontation zu provozieren. Ihr verhängt Sanktionen gegen mich, gegen Belarus. Ihr führt einen Hybridkrieg gegen Belarus. Und ihr Bastarde, ihr Wahnsinnigen, wollt, dass ich euch gegen Migranten schütze. Hybridkrieg, das ist es, was die EU ihrerseits Lukaschenko vorwirft. Er lasse wie eine Art Menschenschmuggler Migranten aus Krisenregionen einfliegen und bringe immer mehr Kinder und sogar Babys an die Grenze bei eisigen Temperaturen. Ein gefährliches Drehen an der Eskalationsspirale, so Außenminister Maas. Europa werde dieses Schleusertum nicht akzeptieren. Niemand sollte sich ungestraft an Lukaschenkos menschenverachtenden Aktivitäten beteiligen dürfen. Diese Botschaft übermitteln wir Herkunfts- und Transitstaaten, ebenso wie Fluggesellschaften, mit deren Hilfe die Menschen nach Belarus geschattelt werden. Inzwischen hat auch Litauen angesichts der sich zuspitzenden Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus den Ausnahmezustand in der Grenzregion verhängt.